Was ist ein Tarifvertrag? Oft betont, ich betone es wieder, Fragen, die mit dem Hilfsverb ist daherkommen, sind tückisch. Wir brauchen so etwas wie einen Trittstein, damit wir unser Wissen anwenden können. Tarifvertrag, das Wort hat jeder schon mal gehört. Nur wenn wir jetzt in der mündlichen Prüfung gefragt werden, was ist denn ein Tarifvertrag? Dann müssen wir irgendwie die Kurve kriegen zu dem, was wir gehört haben und zu dem, was wir wissen. Hier in dem Fall ist es einfach. Hier wird uns der Trittstein schon angeboten. Ist ein Vertrag, der. Ja, und damit öffnen wir die Tür zu unserem Wissen, wenn wir sagen, wenn wir gefragt werden, was ist ein Tarifvertrag, dann sagen wir, das ist ein Vertrag der oder ein Vertrag zwischen. Das ist noch besser. Ein Vertrag zwischen dem Arbeitgeber, ich kürze mit AG ab, meine aber nicht die Aktiengesellschaft, sondern den Arbeitgeber. Zwischen dem Arbeitgeberverband und den Gewerkschaften. Das ist die Grundregel. Ein Tarifvertrag ist ein Vertrag, der geschlossen wird. Ja, der geschlossen wird. Oder noch kürzer, ein Vertrag zwischen dem Arbeitgeberverband und den Gewerkschaften. Ausnahme hier, es gibt sogenannte Haustarifverträge, da ist es nicht ein Arbeitgeberverband, sondern ein großer Arbeitgeber, wie Bayer zum Beispiel. Ja, das gibt es auch. Das ist ein großer Arbeitgeber, der viele, viele Menschen beschäftigt. Unmittelbar mit den Gewerkschaften einen Tarifvertrag aushandelt. Das ist dann ein sogenannter Haustarifvertrag. So, damit haben wir die Frage im Grunde schon beantwortet. Es ist eine Prüfung, ja, soll ja ein Gespräch sein. Ja, ein Gespräch auf Augenhöhe unter Erwachsenen. Könnte der Prüfer, die Prüferin könnte jetzt die nächste Frage anschließen. Aha, Sie haben gesagt, es ist ein Vertrag zwischen dem Arbeitgeberverband und den Gewerkschaften. Und dann könnte sie fragen, er oder sie fragen, um was zu regeln? Ja, ein Tarifvertrag, also jetzt fragt sie nicht mehr, was das ist, sondern was da drin steht. Sie, die Prüferin oder er, der Prüfer. Also die Frage nach dem Inhalt. Und wir nehmen den Ball und sagen, nun, das kommt drauf an, denn es gibt den sogenannten Mantel, Punkt, 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 Manteltarifvertrag. Und es gibt den sogenannten Lohn- oder Gehalts- oder Entgelt. Tarifvertrag. Ja, früher nannte man das Lohntarifvertrag. Sie wissen, Lohn für Arbeiter, Gehälter für Angestellte. Dann wollte man diese Unterscheidung nicht mehr treffen. Und deswegen spricht man moderner vom Entgelttarifvertrag. Man darf aber hier auch noch Lohntarifvertrag sagen. Und der Begriff wird auch sicher noch verwendet. Also, was steht denn da drin in so einem Tarifvertrag? Na, das kommt darauf an, ob es ein Manteltarifvertrag ist oder ein Entgelttarifvertrag. Der Manteltarifvertrag enthält generelle Regelungen, zum Beispiel zur Arbeitszeit, zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und der Entgelttarifvertrag kümmert sich um die Bezahlung. Mantel ist also gleich Rahmen. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man gesagt hätte, der Rahmentarifvertrag. Man hat hier den Begriff Mantel gewählt und Entgelt
Da verrät das Wort unmittelbar, um was es geht. So ein Manteltarifvertrag ist in der Regel längerfristig. Die Rahmenbedingungen, die muss man nicht alle 3 Wochen ändern. Und ein Entgelttarifvertrag wird abgeschlossen für circa 12 Monate. Es gibt auch manchmal Vereinbarungen für 15 Monate. Ja? Aber kurzfristiger jedenfalls als der Manteltarifvertrag. Das war's. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, Marius Ebert hier mit einem Hinweis in eigener Sache. Dieses Video gehört zu meiner Internetpräsenz, die besteht aus Tausenden von visuellen und akustischen Lernhilfen. Und diese Plattform, diese Präsenz möchte ich gerne erhalten und ausbauen. Ich möchte das nicht deaktivieren müssen. Ich bin aber in einem Konflikt. Und der Konflikt resultiert daraus, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch ich meine Rechnungen bezahlen muss. Meine Internetpräsenz geht vom kurzen Definitionsvideo über die Beantwortung von Prüfungsfragen, das Vorrechnen von Aufgaben bis zum Webinar, in dem kompliziertere Sachverhalte erklärt sind. Und alle diese Lernhilfen stelle ich der Internetgemeinschaft kostenlos zur Verfügung bisher. Mein Konflikt resultiert daraus, dass das Ganze mittlerweile eine Dimension erreicht hat, die von mir eine Entscheidung verlangt. Und zwar bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen aus dieser Richtung der kostenlosen Nutzer, aber auch sehr viele Anfragen von den Kunden meines Shops. Und die Kunden meines Shops sind die, die bezahlen. Die anderen Leistungen, ich sagte es schon, sind kostenlos. Ich möchte gerne beides erhalten. Ich möchte im Sinne von Unterstützung, von Bildung, Unterstützung, von Hilfe für Prüfungen. Es sind ja auch sehr, sehr viele konkrete Prüfungstipps von mir kostenlos erhältlich. Möchte ich das erhalten? Ich möchte es nicht deaktivieren müssen. Und aus diesem Grund, aus diesem Konflikt heraus, bitte ich Sie um eine Spende von mindestens 10 Euro. Überlegen Sie, ob diese Ressourcen Ihnen einen Nutzen bringen oder gebracht haben, der mindestens 10 Euro wert ist. Gerne mehr, aber mindestens 10 Euro. Das ist meine große Bitte, damit ich auch in diese Richtung weitermachen kann. Ich möchte auch das ausbauen. Ich möchte auch hier Anfragen und Anregungen, die kommen, beantworten, entsprechende Videos produzieren. Ich möchte diese Arbeit gerne fortsetzen. Nur damit das funktioniert, brauche ich Ihre Unterstützung. Meine Bitte also, noch einmal wiederholt, mindestens 10 Euro als Spende und leisten Sie doch, wenn Sie für sich entscheiden können, dass der Nutzen für Sie mindestens 10 Euro wert ist. Wenn Sie diese Frage für sich positiv beantworten können, dann leisten Sie doch bitte Ihre Spende über PayPal. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Link unter diesem Video zu klicken und alles andere ergibt sich dann selbsterklärend. Das ist meine große Bitte. Unterstützen Sie diese Ressourcen, unterstützen Sie mit, dass Menschen dort Hilfe finden in diversen Situationen, oft Prüfungssituationen. Unterstützen Sie dieses Projekt. Bitte spenden Sie mindestens 10 Euro. Vielen Dank, Marius Ebert.